Ja, Until Dawn, wir sind wieder zurück und Weiter geht's. weiter geht's mit Marc und Florian. Ja, Ja, gar nicht viel so, schnacken. gar nicht geschnacken. Hopp, hopp, hopp. Fortsetze! So. So, wir haben in der letzten Folge ja gesehen, dass wir jetzt noch in diesem komischen Minenschacht drin sind und alle haben sich angezickt und wollten sich... Zickenkrieg. Zickenkrieg, ja. Zickenkrieg auf höchstem Niveau. Und die Männer haben fleißig gut gemacht. Und irgendjemand verfolgt uns. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es mich verfolgt. Helden, komm mit! Oh, liegt da was? Blinkt da was bei ihr? Blinkt da was? Ich muss mal mich wieder verkabeln, ganz Dann vergessen. Ganz vergessen. Nee, da sagt nichts. So. Zack. Zack. Jetzt höre ich wieder was. Jetzt hörst du wieder was? Ja. Die Regie, ja? Die ja. Regie. Ja. Ja. No. Alles klar, okay, danke. Oh oh. Bin ich falsch Richtung gelaufen? Ich glaube, bin ich falsch Richtung gelaufen. Deswegen ist sie stehen geblieben. Oh. Bist du wieder zurückgelaufen? Ja, ich glaub schon. Ja, komm! Komm, komm, komm! Put, 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 put. Put your hands in the air. Put your hands up. So, Konzentration. Ja. Oh, ist ja viel besser jetzt das Bild. Jetzt sieht man auch was. Jetzt sieht man wirklich mal was, ja. Ja, wir haben das, das Bild, den Bildschirm ein bisschen zu dunkel eingestellt. Jetzt haben wir ihn heller. Hier geht's hoch. Oder hier hinten langlaufen soll. Nein, hier geht's bestimmt hoch. Nee, ist schon. Das ist auf dem richtigen Weg. Sehr gut. Ja, Marc hat schon ein bisschen vorgespielt, aber... Ich konnte nicht abwarten. Ja. Von denen auch mitten in der Nacht gespielt. War nicht so schön. Oh. Oh. Ja, sehr viel Gruselfaktor auf jeden Fall. Ja. Ja. Immer ganz alleine, mitten in der Nacht, mit zwei Hunden, die nur Geräusche machen. Wir sollten jetzt hier raus. Ich finde, wir sollten jetzt Sex machen. Was? Was? Die beiden jetzt, oder wir jetzt? Die beiden. Also. Ich mach nicht alles für Quoten. Ne? Ja, vielleicht das jetzt, okay. Ich opfer mich. Oh, den jetzt. Oh. Scheiße. Hinweis entdeckt. Gefahrenkarte. Gehen wir jetzt auf L1 oder was war das? Oder R1? L1. Ob man die Karte jetzt groß machen kann. Ne, kann man nichts machen, oder? Ne. Okay. Und jetzt hat man sie denn, wenn man da wieso nichts gucken kann. Das sind nur die Gefahrenbereiche. Ich glaube, die wollen damit nur sagen, dass die Mine ziemlich gefährlich ist. Danger. Danger. Ich kann kein Englisch. Konntest du nicht? So ein bisschen, aber. Oh, Ja. Jeans hat sie. Ja. Da wackelt der Arsch. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Oh. Du guckst meinen Arsch an, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ah, wir sind draußen. Ja. Alle leben noch. Alle leben. Du hast alles richtig gemacht. Verdammt! Ich wollte sie doch sterben lassen. Alle sollten sterben. Ah, Cabin. Cabin in the Wood. Was ist hier? Da ist nichts. Okay. Blinkt auch nichts. Aber so wie die Treppen hoch wieder. Der so stark im Arsch. Ja, guck auf ihren Arsch. Ja. Oh. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Ich finde, ich spreche gut. Okay, okay, die sind schon lustig. Oh, ein Teleskop. Lass uns durchgucken und gucken, ob wir den Mörder sehen, der uns umbringen wird. Das ist ein Teleskop, hat sie gesagt. Das ist nicht eigentlich Fernglas. Ja. Oh. Alles klar? Oder sie guckt nach oben, nicht da, direkt in ein Teleskop. Das ist ein Teleskop. Okay. Lass mal okay. Sehen. Oh. Oha. Was war das denn? Was war das? Ich guck nochmal durch. Was war das? Was war das? Diesmal sehe ich nichts. Nee. Ja. Ist ja glaube ich weg. Ja. Aber doch nicht. Eierpunsch genascht, Bay? Heimlich vom Eierpunsch. Möglich. Möglich wär's. Oh, hier ist alles. Hey Jess? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Der Wolf, ein Grizzly. Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben.
Oh, aber die Klarheit, die ausgestopft. Ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Du musst da. Achso, ja. Zur Tür. Hier links. Ja. Da. Das ist auch cool mit den Fußspuren. Ja, ich finde das echt. Habt ihr echt cool gemacht, ne? Ja. Auf die Tür. Wozu jetzt auch einen PC haben? Man muss ja echt nur eine Tastatur haben. Also mit Joystick kann ich nicht umgehen. Ne, Gamepad meinst du? Ja, mein, ja, mit Gamepad. Hatten wir das Thema schon, ne? Ja. Ja, Maus ist darüber schon ganz cool. Ja, aber so welches Spiel kannst du damit auch spielen. Das geht ja nicht. Ja, das geht nicht. Also Battlefield oder irgendwie sowas, Ego-Shooter-mäßig? Ne. Training. Das kannst du nicht mehr. Oh! Da ist ein Hirsch. Oh, Mann, ey. Nee, das ist echt das Vorsicht, Spatzenhirn. Ja, auf zu lügen. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow. Ich habe viel Liebe zu geben. Hab mich erschreckt. Ja. Let me see that ass. Ah, da geht's wieder bitte. Zu Kevin. Kevin in the woods. Josh, hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Weil ich einfach nicht mal frühstücken gehen, wie wieder Probe. Den ganzen Weg wieder zurück. Morgen, mittags, abends. Mach Platz, du deprimierst mich. Den ganzen Weg, ja. Stimmt. Das ist ein bisschen unrealistisch, wenn ich so dachte, so weit weg ist. Ja. Die Hütte. Hey, Mike. Du hast doch was im Gesicht. Oh. Schön erwischt, ey. Okay. Wenn es das ist, was du willst. Oh, ich komme jetzt schwer links. Jetzt ist es weg. Jess? Wo ist sie? Jess! Zurück zum Psychologen, oder? Nein. Was kommt jetzt? Sammy! Ah, Cliffhanger! Ich verstehe. Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Weiß. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Ja. Viertel vor elf geht mal, ist so typische Badewannenzeit, ne? Kann man schnell aufwärmen. So wie sie auf breitbeinig stehen mit ihrem Rücksicht. Okay, George, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. So wie schnell das warme Wasser anstellen. Ich fühl doch sowieso den Weg da nicht hoch. Achso. Das ist was hier oben, oder? Nee. Ich muss auf jeden Fall nach unten. Geh mal ein bisschen schneller, Mädel hier. Wow. Oh, oh. Was war das? Das ist ein geiles Geräusch. Was für ein geiles Geräusch habt ihr gerade gehört? Ich geh nach oben? Nein, du musst nach unten. Ja. Obwohl, du kannst ja nicht machen. Oh, hier ist ja noch was. Ich glaube, da war ich auch. Johann D. Smith. Okay, der kann Tattoos machen. Gut. Geil. Geil. Ja. Da hinten ist auch was. Oh, ich hab eine Krähe gehört. Da sind ja noch Sachen. Vom letzten Jahr. Hannah. Das ist doch schon Harvey, ist doch Hannah. Frohe Weihnachtszeit und liebe Schwester, jetzt hab dich lieb, George. Tja, und jetzt ist sie tot. Oder auch nicht. Vielleicht kehrt sie als Zombie zurück. Vielleicht das als Zombie. Ich hab Angst vor Zombies. Ja, dann werden die schon als Zombies zurückkommen. Das kann passieren. Party! Es wäre klasse, wenn du dabei bist bei meiner Mega-Party! Bei mir zu Hause, um Antwort gebeten. 2013. Ja. Okay. Gut. Oh, hätten wir mal hier das umladen können? Ja, das ist ja. Ja.
Nacktbild. Schwer verliebt. Also ich erkenne das Gesicht nicht. Das ist doch der von. Das ist doch der von Let's Multiplay. Sie haben mich erkannt. Der Bart passte ja schon. Oder ist noch was? Hannah ist jetzt nicht mehr da, jetzt ging er über ihre Schuhe klauen. Oh. Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Mike. MM4HB. Ach, hey, ist umdrehen können? Machen wir weg. Ne? Okay. Ich bin böse! Da hatten wir das schon. Hier so, ja, da waren wir schon. In der Spieluhr. Jetzt kannst du ihn aber angegeben. Ja. Das ist nicht da oben. Außer mit der Kameraführung, ne? Ja, das ist gut gelaufen, ne? Das ist schon sehr gut gemacht, ja. Also mich hat das gleich gepackt, das Spiel. Die ersten 10 Minuten. Ja. Nur der Aufbau ist mir ein bisschen zu lange, bis das wirklich losgeht. Also das hätte jetzt vielleicht eine halbe Stunde schon früher losgehen können, aber... Ja, aber das ist ja ein bisschen, um das Spiel reinzutragen, so ein bisschen. Hier kann man auch noch reingehen. Was ist denn hier los? Was ist denn da an der Wand? Oh, ich höre was. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel ist auf der rechten Seite. Ja, absolut. Ja. Uhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Hey. Was machst du denn? Weiter. Ich wollte auf geht's, Josh. Josh. Okay. Josh. Bester Mörder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay. Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Das Spiel bin echt. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Manchi, das ist Kinderfilm. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Erst im Keller. Wie heißt das denn? Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Ja. Geisterbeschwörung. Okay. Dann los. Wenn es einer von euch weiß, in die Kommentare bitte. Ja. Das macht mich jetzt. Mich zu begleiten. Mach dich wuschig, ne? Ja. Kann ich nicht einschlafen. Ja, heißt das? Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich möchte ich heute Nacht nicht sein. Das, was ich will, bist du. Vielleicht machst du noch einen Extra-Channel auf als Sänger. Nein. Nein? Nein, das wäre auch ein Horror. Nein. Du hast Talent. Ja. Aber wir gehen in den Keller, ne? Ist der Keller hier? Geht gleich los. Wo ist die Action? Hier ist die Action. Hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Damit wir beide. Sieht aus, als hätte er so einen leichten Aufschlag, oder? So auf der Nase. Ja. Stimmt. Die sind wirklich süß zusammen. So ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein... irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein... traumatisches Erlebnis und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Ich hätte ihn jetzt gerne hier. Ich möchte ihn vernaschen. Ja, ich folge dir, wohin du auch möchtest. Weißt du, Sam... Du machst mir ja, Angst. Ja, Josh. Ich bin mit dir eingesperrt. Was? Finde ich geil. Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr hier sind und dass... Was soll er sagen? Du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Oh ja. Spaß. Wir wollen Spaß. Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Mhm. Aber es gibt Sachen, die ich nicht alleine kann. Ich komme. In die Pfütze, glaube ich. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut.
Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du alleine runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Eine Baseballkeule. Ist das? Humor, na, oder? Ja, humorvoll, komm. Wir flirten ein bisschen. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummi. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. So wird das nichts. So, lass so einfach das Musik. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Sind sie alle tot? Das Leben geht weiter. Neue Realität. Sam, vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Wahrscheinlich hätten wir den gebraucht später. Wahrscheinlich. Na, jetzt kriegen wir nie wieder. Jetzt müssen alle sterben. Oder er stirbt jetzt auch. Kannst du mal halten? Natürlich. Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Mach ich das jetzt? Ich höre Schritte. Nicht bewegen. Soll ich mal bewegen? Bricht er ab quasi. Achso, dann muss ich noch neu machen, ne? Das ist das Gute, wenn man die Hände auf dem Tisch hat, ne? Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Du bist ein Cheater. Nach dem anderen. Ich kann auch so spielen. Den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler hineinbringen. So. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Ich mach das schon. Ja! Was da hinten liegt was. Okay. Ja? High five. Okay. Oha. Oh oh. Nicht aufgepasst. Dann nicht! Ja. Alles versaut. Scheiße. Kein Sex. Ich muss mich mehr konzentrieren. Ja. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Ja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Wenn wir sie nicht wieder machen, dann glaubt er, sind wir. Was? Nein, woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh. Ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay. Wo leuchtest du ihn hin? Wo leuchtest du ihn hin? Bei dem Schnitt. Oh, ja. Ups. Was? Wo ist der kleine Piepmann? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. So. Hey. Was hast du gemacht? Soll ich besorgt oder heroisch? Liebe Zuschauer! In der nächsten Folge sehen wir, ob wir besorgt sind oder heroisch. Ja, genau. Oder mal? Los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ja, bis gleich. Ich hab ein bisschen Angst. Tschüss. Tschüss.